Willkommen zurück zu Pokémon Neuschnappsal. Wir spielen wieder mal hier auf Kopia weiter. Bin mir nun leider gerade nicht sicher, wo wir alles schon mit den Bällen rumgeschmissen haben. Ich glaube aber noch nirgends. Deshalb gehen wir zurück zum Meeresgrund und schmeißen ein bisschen rum mit unseren neuen Leuchtbällen, die wir bekommen haben letzte Folge. Ja, das wird so ziemlich diese Folge. Das war einfach jetzt 5 Orte oder so nochmal machen und da einfach mit ein bisschen Leuchtbällen rumschmeißen. Also, ja. Bisschen, könnt ihr als so ein kleines Recap von was wir bisher alles haben ansehen. Beziehungsweise, ich sehe gerade, du bist neu, du warst vorher nicht hier. Ich treffe ihn leider nicht, weil ich habe kein Aim. Jetzt habe ich ihn getroffen. Aber er ignoriert mich, oder? Ey, willst du essen? Willst du es essen? Er ignoriert mich einfach. Er ignoriert mich einfach. Wow. Oh, warum hast du Angst? Nicht Angst haben. Oh, jetzt hast du dich erschreckt. Willst du bestimmt einen Apfel jetzt haben, oder? Hier, hier einen Apfel. Willst du den nicht? Nimm den Apfel! Ach, dann nicht. Ich muss jetzt irgendwie diese ganze Folge lang schön spannend kommentieren. Moment, warum geht der hier lang? Kann ich jetzt auch lang? Oh. Der Felsen ist zerstört, sodass man hinein kann. Oh. LOL! Wir gehen hier lang! Yo! Okay, das ist zumindest mal was Neues hier. Cool. Ich habe gleich gemerkt, dass wir was Neues freigeschaltet haben. Sieh mal, wie schön das Licht hier reinfällt. Das macht den Reiz von Unterwasserfotografie aus. Oh, Lampis! Lampi! Lampis sind süß. Das sind den Toxer. Oh, wir sinken. Versteckt sich. Warum versteckst du dich, Lampi? Hier, nimm den Apfel, dann brauchst du dich nicht mehr verstecken. Hast du keine Angst mehr vor dem Leben. Guckt euch an, wie süß Lampi ist. Und wo ist Lanturn? Die Weiterentwicklung? Sehen wir die vielleicht auch noch? Hallöchen. Das hat voll den geilen Vibe hier unten. Oh, vor allem, wenn das leuchtet. Oh, das sieht echt schön aus. Was sind das hier so für Leuchtpunkte überall auf dem Bildschirm? Hat auch was. Bam. Ja gut, zumindest haben wir hier noch ein bisschen was Neues zu erkunden. Ein bisschen halt nur, aber immerhin. Warum sind hier keine Tentaras? Okay, wo sind wir jetzt? Waren wir hier schon mal? Weil es in Weimar. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist hier alles neu. Hier ist so eine Blume. Ich fotografiere sie mal, just in case. Man braucht sie später, ich weiß es nicht. Oh, lol. Die ganzen Phineon rennen dahin. Schwimmen dahin. Oh Gott, sorry, falls ihr das im Hintergrund hört bei mir. Fängt es genau jetzt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Lol. Bei mir fängt es genau jetzt in der Aufnahme an zu regnen. Schon geil. Also sorry, falls da hier wieder was ist. Ich hatte das schon mal. Oh, wie es sich freut. Ich hatte schon mal in der Folge so, dass man im Hintergrund irgendwas Lautes gehört hatte. So ein Brummen. Das ist mir in der Aufnahme nicht aufgefallen, aber dann im Nachhinein schon. Ja, jetzt ist es wahrscheinlich in dieser Folge genauso. Ich kann das halt nicht ändern, ist das Problem. Aber es wird. So, sorry dafür. Ich habe jetzt mal ein paar Minuten gewartet, bis sich das Wetter bei mir draußen beruhigt. Sind das Lanturen? Ja, das sind Lanturen. Und das sieht voll cool aus, wie die da alle so dem Dings, diesem Qualup oder wie das hieß, hinterher folgen. Ich habe wirklich gerade vergessen, wie das hieß. Oh, Lumineon, Hallöchen. Oh, es buddelt. Blum. Hallo. Okay. Oh, hallo Lanturn. Oh, jetzt hast du mich gesehen, jetzt rennst du weg. Okay, schade. Komm bitte, bleib hier. Please. Nein, das trifft nicht. Na gut, dann ist es halt so. Was bist du denn? Was? Perlus. Oh, Leute, das ist ein Perlu. Oh mein Gott. Es macht sich auf. Komm schon, Perlu. Ich will es sehen. Komm, erschreck dich. Komm schon. Hier. Ja, man sieht's. Perlu. Da drinnen ist diese kleine Perle. Das ist Perlu. Schützt sich halt immer in dieser Muschel. Und das ist Perlu. Genau. Oh, was macht Lili denn? Willi denn hier unten?
Ganz kurz verwechselt die beiden. Ist ja eigentlich das gleiche Pokémon, nur Vor- und Weiterentwicklung halt. Na gut, was heißt nur? Das ist genauso, als würde man sagen, ja, Glutex und Glurak ist auch dasselbe. Hallo, alles okay? Blup. Hi. Okay, ciao. Guck mal, was da hinten ist. Ein Tektas. Yo, Tektas! Hey! Wach auf! Warum? Wie hat das nie getroffen? Ich glaube, hier ist irgendwas. Hier ist irgendwas. Hier rechts? Hier. Hier ist was. Alter, heute mehr Karts als sonst. Dieses verschüttende Gefäß scheint so alt zu sein wie die Ruinen. Okay. Hier ist irgendwas. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Hier gibt es so viel zu erkunden. Das ist etwas eingemeißelt. Die Inschrift ist durch Verwirrung nicht lesbar. Yo! Mach auf, Mann! Hey! Hörst du mich nicht? Hör auf! Ich merke mich. Hier ist wieder was. Hä? Hier steht doch, dass hier was ist. Wo denn? Hä? Muss da was sein? Okay, seltsam. Ey, wach auf. Die schlafen mir einfach stehen drum. Da ist das Ziel. Hi, na, willst du vielleicht weggehen? Hau mal ab hier. Gott, okay, dieser Ort ist ziemlich groß und bisschen verwirrend. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was ich hierzu sagen soll. Diesem Ort. Ich habe so Mixed-Gefühle hierzu. Boah, ey. Da kann selbst meine Oma schneller weggehen als du. Immer diese langsamen Wheelies. Zumindest ist er hier schneller als ein Schwert und Schild. Da brauchen die echt 10 Jahre, bis sie einem kommen. Vielleicht erreichst du die Zielbemarkungen. Ja, aber hier gibt's halt nichts mehr. So, jetzt könnte auch direkt hier das Ziel sein. Würde keinen Unterschied machen. Weil hier ist nichts mehr. Hier ist gar nichts mehr. Auch kein Pokémon irgendwo. Hier auch nichts. Nö. Ist echt schon vorbei, Menno. Ja, besser ist. Wie lange haben wir jetzt für eine Fahrt gebraucht? So, vielleicht fast 10 Minuten, ich weiß es nicht. Das ist das Problem. Deshalb hoffe ich, dass ich in der nächsten Folge schon wieder irgendwas Neues zeigen kann, weil diese Folge wird halt nicht wirklich, außer hier von, was ihr gerade gesehen habt, nichts mehr Neues wirklich gezeigt. Ja, leider. Als ob das hier keine guten Bilder geworden sind. What? Und wie ist das ein gutes Bild geworden? Ah ne, das ist von Tektas das Bild. Ja, dann nehme ich lieber sowas hier. Wheelie. Ja, das. Quabble. 2 Sterne. Achso, weil es sich hier gefreut hat. War schon süß, das nehmen wir doch mal. Haben wir schon mal ein bisschen Thumbnail-Material? Mhm. Die ganzen Mantax. Lumineon am Buddeln. Hier ist 2 Sterne. Warum? Ich weiß es nicht. Das ist 3 Sterne. Warum? Ich weiß es nicht. Aber es ist Fakt. Hier hatten wir eine Kristallblume. Die ist eigentlich vollkommen egal. Und ja, den Rest ignorieren wir. Ja, let's go. Let's go. Welches ist besser? Das sind beide eigentlich ganz gut. Ich nehme mal das hier, weil hier sieht man das irgendwie in einer cooleren Pose. Lampi! A new discovery! Wir werden wahrscheinlich in dieser Folge sowieso nichts Neues mehr finden. Sonst kann ich die Folge auch vielleicht ein bisschen verlängern. Einfach so ein bisschen was reinschneiden, so, damit wir diese blöde, langweiligen Lichtkugeln-Missionen endlich durchkriegen. Ja, mach nochmal das ganze Spiel nochmal durch. Jede Fahrt 10 Minuten. Kannst dich vorspulen, musst nochmal ganz durchgehen. Und, knüpfst nochmal alles neu ab. Damit du schön die, nehmen wir das. Damit du schön die ganzen, Leuchtkugeln mal ausprobiert hast überall. Boah, das ist so langweilig. Kann man sich bei einem Ort belassen? Ein Ort pro Gebiet? Und das war's dann? Nein, alle Orte, überall. Nicht bei Level 3, oder? Nicht mal Level 3. Naja, was soll's. Am Grund des Meeres. Meeresgrund. Übrigens,
Da es mit deinen Erkundungen gut vorangeht, habe ich ein paar Neuigkeiten für dich. Hm? Okay. Was hast du denn für Neuigkeiten? Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich weiß gar nicht, was er mir jetzt erzählen will. War's das schon? Musste ich nur wirklich nur diesen Ort, und dann will ich alles zurückgenommen haben, ne? Wenn das jetzt nur dieser Ort hier am Ende war. Oh Gott, nein, 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 oh Gott. Ja, mein Stick driftet ein bisschen. In letzter Zeit driftet halt viel häufiger als sonst. Es ist halt die Nintendo-Controller, ne? Was soll ich dazu sagen? Es spricht eigentlich für sich. Das hier war noch sehr cute, finde ich. Mal ranzoomen? Ja, genau. Schon ganz nett. Ja, ich müsste mir mal irgendwann einen neuen Controller holen. Die fangen halt einfach so schnell an zu driften. Komm, Nintendo, fix das. Please. Ich spiele mit Pro-Controller übrigens, nicht mit diesen blöden Joy-Con. Sie drift, wenn ich mit denen spielen würde, dann würde das irgendwie so aussehen, als würde man die ganze Zeit den Stick im Kreis drehen. Ja? Also mit den Joy-Con zu spielen kann ich nicht. Ich mag die auch allgemein nicht so wirklich. Wenn dann Skyward Sword rauskommt, muss ich dann sowieso, aber bis dahin nicht. Hast du schon wieder irgendwas Besonderes gemacht? Weiß ich nicht. Der Professor analysiert gerade total aufgeregt deine Daten. Professor, hast du etwas Interessantes entdeckt? Ich denke schon. Am Meeresboden gab es wieder Ruinen, nicht wahr? Es scheint tatsächlich ein Zusammenhang zwischen ihnen und den Lumina-Pokémon zu bestehen. Der erneute Energieanstieg belegt das Ganze eindeutig. Er kam aus den Tiefen des Meeres, einem Ort jenseits der Ruinen. Ah, das erklärt, warum es Captain Vince vor 100 Jahren nicht geschafft hat, dorthin zu kommen. Aber mit dem Neo One ist das kein Problem. Ich verlasse mich auf euch. Neues Gebiet? Habe ich irgendwas krass geschafft oder was jetzt? Ja, tatsächlich. What? Lumina-Zone? Okay, nehme ich an, dass ich was Neues freigeschaltet habe hier in der Folge. Cool. Machen wir das. Let's go, Lumina. Was ist denn Schönes hier bei Lumina? Meeresboden. Ach, wahrscheinlich, wenn ich dann Strand alles durchkriege, kriege ich dann direkt Lumina? Gleich ja auch bei den anderen Orten? Oder wie? Keine Ahnung, komm. Zeig uns, was verwirkt sich hier? Was war das? Ein Lusardin. Ganz viele von ihnen. Doch wenn sie sich zusammenfügen, dann wisst ihr, glaube ich, alle, was passiert. Wenn sich ein Lusardin findet mit einem anderen Lusardin-Schwarm. Aber wie es sich freut. Schon niedlich. Oh, es schwimmt weg. Wohin schwimmt es? Es schwimmt in diese blaue Leere. Okay. Sieht schon ziemlich langweilig aus, dieser Ort, aber ich bin jetzt gerade schon ein bisschen gespannt, was jetzt passieren wird. Wahrscheinlich verwandeln sie sich gleich in das große Lusardin. Und dann, erstmal schön 5-Sterne-Bilder. Ja, weil es gab ja vorher nur 4 Sterne, jetzt gibt es aber 5 Sterne, weil... Willst du einen Apfel vielleicht haben? Oh. Vielleicht reagieren die hierauf? Nö. Nur auf diese, ja, auf diesen Ball reagieren die. Könnte ich nochmal verwandeln? Ich brauche bessere Fotos. Verwandelt euch mal. Das hast du prima gemacht. Die hauen aber auch alle ab, wenn ich die einmal hier damit abschmeiße. Vielleicht ist das Ziel, dass ich hier so viele wie möglich treffe. Oder so. Ich glaube, ich habe es geschafft. Weiß nicht, ob man das noch in einem Video sieht, aber die schwimmen gerade hier geradeaus weiter. Und jetzt bleiben wir stehen. Oh ja. Es ist ganz genauso, wie ich es mir dachte. Lusardin weiblich, Schwarmform. Waren alle von denen weiblich? Wie auch immer. Hier ist das große Lusardin. Ich bin Fan von Lusardin. Es ist wie, ich weiß nicht, so wie Carpot eigentlich sein müsste. Einfach so, ein Opfer-Pokémon. Aber dann wird zu diesem Meeresungeheuer, wenn sie sich zusammenfügen. Oh, das war ein geiles Bild. Passiert irgendwas, wenn ich das berühre mit den Dingern oder irgendwas? Das ist schon weg. Musik hört oft. Ich glaube, das ist falscher Zeitpunkt, Musik zu spielen. Hi, jetzt seid ihr wieder hier. Okay.
Na dann. Oh, hallöchen. Wollt ihr euch nicht mal hier versammeln in ein großes Lusardin? Hier sind ja echt viele hier. Großer Schwarm, die sich nicht verwandeln hier, hallo? Das finde ich aber auch echt heftig, auch in Pokémon, in den Main Games, kann es ja einfach so die Schwarmform benutzen. Aber wie macht es das? Man braucht doch so richtig viele Lusardien, um das zu machen. Die kommen einfach aus dem Nichts geschwommen. So, dieses eine Lusardien hier, das ist in deinem Team. Aber die alle hier, ja, die kommen aus dem Nichts einfach in einem Kampf. Egal, wo du bist, auch wenn du gerade irgendwo in einem Keller bist, eingesperrt, ganz alleine. Ja, dann kommen die trotzdem. Die ist auch schon ein bisschen deep, aber... Ja. LOL! Wie die rumgeschwommen sind. Oh! Das passiert jetzt noch ein paar Mal hier, bis sie sich zusammenfügen und dann das große Lusardin rauskommt. Ja. Tanz für mich! Tanz! Du sollst tanzen, Mann! Tanz! Ich treffe es nicht. Ich treffe es allgemein gar nicht. Also ich finde die Idee mit diesem Lumina-Pokémon sehr gut, nur ich finde die Umsetzung ein bisschen langweilig. Irgendwie passiert die ganze Zeit gar nichts. Ich meine, ja. Einmal taucht das Ding auf, dann taucht es doch ein zweites Mal auf. Wahrscheinlich dann noch ein drittes Mal, ein viertes Mal. Jetzt habe ich es mal getroffen, ja. Warum ist denn jetzt noch irgendwas passiert? Ich weiß ja nicht. Tanz für mich. Komm schon. Mach irgendwas. Ist ja voll langweilig, ja, ey. Ja, es ist halt... Oh. Hä? Wo ist es hin? Da ist es hin. Es flieht. Und jetzt kommen hier ganz viele Lusardins. Yep. Ja, ich weiß nicht. Ist jetzt ziemlich langweilig. Also das würde ich jetzt nicht nochmal spielen wollen. Oh, hier eine Pflanze. Die sind aber überall, die Pflanzen. Ich weiß nicht, ob die nur Deko sind oder ob man die am Ende alle braucht. Aber ja, die sind auf jeden Fall überall. Sehr schönes Detail, I guess. Ja, diese Mission hier geht aber voll lang. Irgendwie, ja, es ist halt alles das Gleiche so, ne? Wollt ihr nicht irgendwie mal was anderes machen? Was Spannenderes? Thunderworthy? Ihr seid wahrscheinlich sowieso Thunderworthy, weil Lumina-Pokémon. Das zweite, was wir machen, glaube ich, das erste war nur Meganium, danach hatten wir nichts. Weil ich im Dschungel irgendwie kein Mega-Pokémon, Lumina-Pokémon hatte. Vielleicht kommt das noch, ich hoffe. Aber ja, Lusardin, du bist hier halt Star der Show heute anscheinend. Aber es müsste ja immer mal das Ende sein. Es ist voll langweilig. I'm sorry, dass ich das sagen muss, aber es ist halt einfach so. Ich meine, spätestens jetzt ist es halt langweilig. Jetzt könnte man eigentlich das enden. Ich weiß noch gar nicht, wo wir hinfahren. Wo fahren wir denn jetzt hin? Wollen wir wieder stehen? Sag mir nicht, die schwimmen jetzt wieder alle irgendwo hin. Ich bin voll verwirrt. Was geht denn jetzt ab hier? Interessante Steintexturen hier. Das ist das Einzige, was ich gerade betrachten kann, weil nichts passiert. Ich kann auch ein paar Fotos schießen, ja, aber... Dauert das wieder so ewig lange, bis ich hier... das Richtige ausgesucht habe. Jetzt verschwinden die wieder, wahrscheinlich kommt dann wieder das große Pokémon. Ja, also ich bin jetzt wirklich... What? Wait, what? Warum bleiben die jetzt alle hier? Das eine freut sich. Kommt die anderen auch? Kommt schon, freut euch alle. Ihr müsst euch alle freuen, dann tanzt hier schön rum. Tanzt rum, meine Freunde, tanzt! Ja. Keine Ahnung, irgendwie machen die nichts. Also hat mir Megani mehr gefallen. Auch wenn Megani auch nicht groß anders war. Es war auch ziemlich langweilig. Oh, oh, das ist ein gutes Bild. Das muss 4 Sterne sein. Komm schon. Schwimmen die alle hier rüber und wahrscheinlich kommt dann jetzt wieder das große Viech und dann, na, das hatten wir schon 2 Mal hintereinander, komm schon, Spiel, irgendwas Originelles, auf einmal kommt ein anderes Pokémon. Nein. Es ist immer dasselbe. Oh, das ist... Okay, das war zumindest mal eine coole Pose, die er gemacht hat. Immerhin etwas, ne? Hallo. Okay, direkt unter mir das Ding. Hat der nur Stacheln? Was
passiert ja nichts. Und da ist es weg. Und wir bleiben stehen. Weil hier das Ziel endlich mal ist. Ich dachte schon dreimal, so die normale Zahl bei Nintendo-Spielen. Irgendwie passiert noch was? Es geht nicht weiter. Ich höre irgendwas. Alter. Alter, von wo kam der denn jetzt? Komm, lass mich ins Ziel. Geh ins Ziel. Ich bin ins Ziel. Ich sehe raus. Das war für mich eine Überraschung, oder? Ja. Also, dass jetzt sowas kommt, ja. Ich messe keine Energie mehr in deiner Nähe, also kannst du ruhig ins Basiscamp zurückkehren. Hatte ich auch vor. Ah, alles klar. Zumindest war die Folge spannender, als ich erwartet habe am Anfang der Folge. Weil ich dachte jetzt wirklich, dass wir in dieser Folge das gleiche machen wie ein paar Folgen zuvor, wo wir zwei Folgen gebraucht haben, alles irgendwie zu untersuchen und blablablub. Es gibt einiges, worüber ich mit dir reden möchte. Okay. Nun beeile ich mich am besten. Es gab ja nur ein Pokémon hier zum Fotografieren. Was? Was? Die haben alle nicht gezählt? Hä? Warum zählen die Bilder alle nicht? Hä? Warum zählte nur das hier? Hä? Kann mir das mal irgendwie erklären, warum all meine Bilder hier, alle meine Bilder, jedes einzelne nicht gezählt hat? Wie soll das jetzt als Thumbnail noch gelten, ey? Was? Ach, Spiel! What the heck? Warum geht das nicht? Boah, dann halt nicht. Voll Kacke. Das hat er nicht erkannt? Was? Okay. Ah, wow. Einfach nur wow. Einfach nur wow. Das ist echt enttäuschend. Wirklich. Wirklich einfach nur enttäuschend. Aber gut, was soll ich sagen? Du Level 2 hoffentlich. Ja, okay, immerhin. Wird dir das nächste Mal immer so viel Cooleres passieren, aber diese Strecke ist einfach zu lang, ich will das nicht schauen. Denn der Kundung dieser Strecke schreitet voran, bestimmt gewöhnt sich Pokémon langsam in dich. Aber ganz ehrlich, ich bin gerade am Überlegen, das Ungeheuer der Meere, vielleicht das hier als Stream-Projekt umzuwandeln. Sepia. Zumindest nach der Story. Übrigens, irgendwas Cooles noch zu berichten, so, ja, klar. So, vielleicht nach der Story. Weil ich noch irgendwie was sammeln muss oder so im Spiel, dass ich das dann zum Stream-Projekt umwandle, weil ich eine Aufnahme ganz alleine ohne Live-Chat ist, das halt schon ziemlich langweilig, um ehrlich zu sein. Das ist voll cooles Bild geworden, finde ich. Mhm. Oder Schwimmprovi. Was hatten wir denn noch so? Ist auch ganz cool. Aber wir hatten noch hier dieses eine Bild. Diese Bilder hier fand ich eigentlich alle ganz cool. Wo die ganzen Loser, die zu sehen sind. Ich finde Lusardin immer noch ein cooles Pokémon. Ansonsten, warte. Hier, dieses Bild könnte man gut als Thumbnail, glaube ich, benutzen. Bisschen rauszoomen vielleicht. So. Ja, ich werde mal sehen, du. Ich werde mal sehen. So, spielen wir noch mit mir reden. Was ist denn los, Spiel? Was ist denn los? Neue Cutscene, weil ich Numina-Pokémon begegnet bin. Eins, was nicht Megani ist. Wir werden sehen. Ich glaube, wir hätten noch genug Zeit für ein weiteres Level. Yep. Auf dieser Insel gab es, wie erwartet, auch ein Numina-Pokémon. Ein weiterer Beweis dafür, dass die Vorkommnisse aus der Legende wirklich stattgefunden haben. Stimmt, aber was für eine Katastrophe war das, vor der die Pokémon damit den Typ bewahrt haben? Ich vermute, es war ein Meteorit. Der Telluria-Meteorit, um genau zu sein. Das Ganze soll vor etwa 2000 Jahren passiert sein. Oh, Backstory. Die Legende besagt folgendes. Die Kraft der Lumina-Pokémon zerstreute sich und sorgte dafür, dass alle Pokémon zu leuchten begannen. Ergibt Sinn. Allerdings habe ich eine andere Theorie. Ich denke, dass die Pokémon durch den Einfluss des Telluria-Meteoriten zu leuchten anfingen. Besonders stark davon betroffen waren die Lumina-Pokémon. Du glaubst also, dass die Legende nicht stimmt? Um das herauszufinden, sind wir hier. Genau deshalb ist unsere Forschung so wichtig. Okay. Meteorit an einem Schuld, sag ich mal.
Oh, hi Todd. Hi, na, wie geht es mit deiner Forschung voran? Ich hatte da eine Idee, ihr könnt mit dem Neo One zwar auf andere Inseln reisen, aber warum knipst ihr nicht auch mal hier Fotos? Dabei entdeckt ihr bestimmt ein paar neue Seiten an den Pokémon, die ihr immer hier seht. Wählt im Basiscamp das Symbol oben links, um loszulegen. Probiert es doch mal aus, wenn euch danach ist. Okay, Todd. Dann, können wir uns hier nochmal erkunden? Das spare ich mir auf jeden Fall für die nächste Folge auf. Denn jetzt gehe ich erstmal nochmal schön schwimmen. Jetzt haben wir diesen Ort erkundet. Ja, es gibt hier jetzt Level 2. Nein, ich habe darauf keine Lust. Ja, die beiden Orten halt mit diesem neuen Ball könnten wir halt so machen. Und dann noch die Sandwüste. Ich meine, hier habe ich das auch schon gemacht, aber ich bin mir da jetzt auch nicht mehr so sicher. Also Florian Kopia sind mir jetzt die einzigen Orte mit so einem Pokémon. Ich weiß gar nicht, ob es hier noch überhaupt was irgendwas gibt. Aber das hier ist ja nicht mehr Kopia, das ist einfach nur so ein eigener Ort, glaube ich. Deshalb vielleicht passiert hier noch irgendwas. Ja. Ich weiß es nicht. Ansonsten mache ich die auch einfach offscreen, weil ich glaube, das wäre viel zu langweilig. Gucken wir noch mal im Basiscamp noch mal vorbei. Vielleicht kommt das auch in der nächsten Folge. Vielleicht ist das hier schon eine neue Folge. Mozi! Ich weiß es nicht. Mozi! Ein Neomon mit diesem Gefährt kam. Ja, okay, das ist nichts Neues. Okay, irgendwas Neues hier. Bis bald! Man kann ein Schnarchen von hier unten hören. Okay. Starre Lilies. Cool. Evo, die hat man schon länger gesehen. Ist das ein Undra Detox? Ja, ist es. Hier ist Pikachu. Hallöchen. Da ist ein Skoppel. Hier sind ein paar Häuser. Da wohnen wir alle. Pikachu freut sich wegen irgendwas. Habe ich es leider nicht bekommen als Foto. Ey! Hey, 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 hey. Hallo. Apfel für euch. Es sind Apfel. Oh, wie ist die Augen so. Über die Augen so streicht. Schon niedlich. Du auch, Evoli. Bist auch niedlich. Hm? Hier gibt's irgendwas. Ein Trog für Pokémon. Ist mit frischem Wasser befüllt. Was? Vogelbaum! Ey, tu nicht so, als würde ich dich nicht sehen. Ey, ey. Interessant, hä? Achso, ich ging doch jetzt nicht hier raus? Ich bin voll verwirrt. Ich dachte, jetzt gehen wir hier raus. Irgendwie nicht. Ey, warum ignoriert er mich? Mogelbaum? Dann halt nicht. Oha, Wommels. Kleine, süße, kleine Wommels. Wie es hochfliegt. Wommel. Das sind so kleine Bienchen, glaube ich. Oder was auch immer das für kleine Tierchen sind. Schon süß. Okay, ich weiß aber nicht, wo jetzt der Sinn hier hinter ist. Hier jetzt zu erkunden. Vielleicht Story. Oh mein Gott, hier ist auch eine Blume bei uns die ganze Zeit gewesen. Ich habe es nie gewusst. Gut, dass du hier mal gefahren bist. Weil du bist der Hauptprotagonist und du findest alles. Skoppel ist da. Oh. Schlag den Skoppel. Hallöchen. Ball. Apfel, ja. Es spawnt einfach dann woanders. Oh. Ja, ich hab's rausbekommen. Skoppel. Oh, ja. Apfel, lecker. Ja. Cool. Okay. Das war's. Das war die Rundfahrt hier. Okay, warum konnten wir jetzt hier fahren? Ich meine, I guess. Schon ganz nett so. Das hat Spaß gemacht. Ja. Und jetzt endet das einfach, ne? Ja. Die Position macht ja gar keinen Sinn hier. Deshalb, ja, es endet hier einfach. Ah, alles klar. Du scheinst ja viele Entdeckungen gemacht zu haben. Ja. Eigentlich nicht.
Aber okay. Welches Bild war besser? Das ist eigentlich schon ziemlich cool. Ja, einfach Bisbug. Ah, einfach Stachelilly. Ja, einfach Evoli. Ja, einfach unsere Titox. Ja, einfach Pikachu. Ja, hier in Skopil, 3 Sterne. Ja, halt ein Mogelbaum. Warum ist das 2 Sterne? Warum? Spiel, warum ist das hier 2 Sterne? Hä? Es macht keinen Sinn. Aber okay. Ich akzeptiere, was das Spiel sagt. Wollen wir nochmal sehen, wie gut die Fotos geworden sind. Wahrscheinlich nicht so gut. Ich find's auch weird, was bringt das denn hier zu fahren? Ich meine, ja, okay. Man kann hier fahren. Ja, schön und gut, aber einfach nur aus Jux und Dollerei. Gibt's da irgendwie noch eine Story? Storygrund, dass man hier fahren kann? Kann man hier leveln? Gibt es hier am Ende ein Lumina-Pokémon? Was ist der Sinn hier hinter? Eine sehr große Frage, die sich alle Wissenschaftler letztlich fragen. Ja, das ja, natürlich. Ja, halt Mogelbaum, ne? Nur ohne Gesicht. Dreht sich halt einfach nicht mehr um. Hätten es mit einer Gießkanne abschütteln müssen. Hätte sich bestimmt umgedreht. Aber okay. Ja, man kann ihn leveln. Was, aber so wenig? Man würde kaum glauben, dass das dein erstes Mal auf dieser Strecke war. Weiter so. Okay. Typ Fee. Das war... Okay, das war's. Cool. Ja, okay. Ja, auf jeden Fall, das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen oder ein Abo, falls ihr neu seid. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bei Pokémon Snap. Gucken wir uns nochmal unsere Meisterwerke an. Die wir hier bekommen haben. Ein bisschen geknipst haben halt. Und ja. Bis zum nächsten Mal.